Ihr wollt Pokémon Go in Minecraft? Dann schaut dieses Video an. Und willkommen, Freunde, heute zu einer Runde Try Jump. Und wie wahrscheinlich viele auf dieses Video gegangen sind, nur wegen dem Titel Pokémon Go in Minecraft, sage ich euch jetzt, ja, bleibt einfach bis zum Ende dran, da seht ihr es. Wie im letzten Video schon, mache ich mal wieder kleine Jokes hier. Nein, wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann bleibt bis zum Ende von diesem Video dran. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wir spielen auf alle Fälle eine Runde Try Jump. Und es läuft auf alle Fälle schon mal sehr gut, muss man sagen. Obwohl dieses Modul hier sehr, sehr easy ist, stelle ich mich einfach zu dumm an, dass ich es schaffe. Und oh, das ist eigentlich schon die ganze Lebensstory, was ich eigentlich so in meinem Leben erlebt habe. Mehr habe ich nicht erlebt. Ja, und auf alle Fälle Pokémon Go in Minecraft. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber ihr werdet es ja am Ende von diesem Video sehen. Also bleibt wirklich unbedingt bis zum Ende dran. Weil ich finde schon nice, dass es das gibt. Es ist so ein nicer Mod und deswegen finde ich es ganz nice. Deswegen bleibt einfach mal bis zum Ende dran. Und ja, auf alle Fälle, es kam lange kein Video, wegen verschiedenen Gründen, und ja, weil ich auch mal keine Zeit hatte eigentlich meistens, aber trotzdem versuche ich jetzt wieder mehr rauszuhauen, und auch weil ich jetzt offiziell die 100.000 Klicks geschafft habe bei diesem Video. Danke sehr an den Support von euch. So, nach 85 Jahren habe ich es dann auch mal geschafft hier, habe schon einen fetten Bart bekommen von dem ganzen Rumgespringe. Und dieses Jump'n'Run, es ist GGL, muss man sagen. 650 Taler oder Tokens bringt mir auf alle Fälle viel, damit kann ich mir einen saftigen Apfel kaufen. Das bringt mir sehr, sehr viel. So, was kann ich mir kaufen? Ein Brustpanzer, ein Schwert, und dann ist es wahrscheinlich auch schon weg, oder? Wo ist, leider sieht man jetzt hier meine, ach so, 150. GGL reicht nicht mal mehr für irgendeinen Dreck hier, muss man sagen. Hat mir viel gebracht, dieses Rumgehüpfe hier. Sehr gut. So, es bringt mir auf alle Fälle viel. Hier kann ich mir auch saftiges Steak kaufen. Vielleicht kann ich mir doch noch einen Apfel kaufen. Einen ganz normalen Apfel kann ich mir kaufen. Der Apfel muss natürlich dabei sein. Damit bekommt ihr nämlich den... wir sehen uns gleich nach der abgelaufenen Zeit. Leute, das ist ein Endkampf mit meinem saftigen Apfel. Habe ich auf alle Fälle große Chancen. Nice, da ist ein Hacker dabei. Oh, nicht schlecht hier. Dass der irgendwie nicht down geht. Nice, okay. Ein Kill habe ich schon mal. Gar nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, dass der auch nicht irgendwie eingeprügelt wird und da einer mit dem Bogen die ganze Zeit reinschießt, der sich lustig fühlt. Ah, nice. Nice, okay. Habe ich auf alle Fälle hier ein Eisenschwert und habe auf alle Fälle schon mal bessere Ausrüstung. Wieso bin ich so gut, hä? What the fuck? Ich habe schon richtig lange nicht mehr gezockt hier. Ah, okay, GGL, der hat mich. Oder vielleicht, ne, doch. Okay. Ja, nice, da kommt natürlich ein Abstauber. Abstauber sind natürlich ganz wichtig. Und jetzt viel Spaß mit dem Pokémon Go Lifehack. Also für die Leute, die jetzt wirklich bis zum Ende dran sind, ihr müsst auf Einzelspieler gehen, dann neue Welt erschaffen, dann diesen Namen eingeben, Pokémon.go/exe, dann rendert diese Welt mit Mods, die euer Pokémon Go Mod erschaffen sozusagen, macht einfach diesen Namen. Und dann seht ihr diese Welt. Dann müsst ihr in den Chat eingeben,
Slash oder ohne Slash, glaube ich. Pokémon.go Schrägstrich Modus Modus on oder Schrägstrich on. So, das dauert dann etwas. Dann tipp nochmal hier die Welt nochmal neu generieren. Und dann müsstet ihr eigentlich das Pokémon Go haben. Viel Spaß damit.